Moin Leute und herzlich willkommen zu unserem neuen Wirtschaftstalk. Wir sprechen heute über den Arbeitsmarkt, wir sprechen über den Fachkräftemangel, was hat es eigentlich damit auf sich und auch ein wenig über den Strukturwandel, den unsere Wirtschaft aktuell durchlebt und durchleben wird. Und ich würde sagen, weil das Hauptthema heute der Arbeitsmarkt ist, schauen wir uns jetzt erstmal die offiziellen Zahlen an. Ja, offiziell sind in Deutschland 2,26 Millionen Menschen arbeitslos. Aber diese Zahl verbirgt eine ganze Menge. Man könnte ja erstmal meinen, jeder im erwerbsfähigen Alter, der keine Arbeit hat, der gilt als arbeitslos. Aber da sind natürlich Schüler, Studenten und Rentner ausgenommen. Das versteht sich von selbst. Aber da zählen noch eine ganze Menge andere Leute nicht zu den offiziellen Arbeitslosen. Wer sich nicht bei der Bundesagentur für Arbeit als arbeitslos meldet, zählt nicht als arbeitslos. Also beispielsweise Leute, die zu viel Geld haben, also die zu viel besitzen, um Bürgergeld zu beziehen, die melden sich logischerweise nicht als arbeitslos. Wieso sollten sie das auch tun? Wer nicht mindestens 15 Stunden pro Woche arbeiten kann oder will, der gilt nicht als arbeitslos. Wer krankgeschrieben ist, gilt nicht als arbeitslos. Leute, die zwangsverrentet wurden, also Leute, die eigentlich arbeiten wollen, aber die das Renteneintrittsalter erreicht haben und keiner anderen Beschäftigung nachgehen, die gelten nicht als arbeitslos. Menschen, die an Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen teilnehmen, also an Weiterbildungsmaßnahmen oder an Maßnahmen, in die sie vom Jobcenter gepackt wurden, die gelten auch nicht als arbeitslos. Das Jobcenter kann hier Arbeitslosigkeit also ziemlich gut kaschieren, wenn es das will. Wer seine Pflichten bei der Jobsuche nicht erfüllt, gilt auch nicht als arbeitslos. Wer ein Stellenangebot, was ihm gemacht wurde, nicht annimmt, der gilt nicht als arbeitslos. Also das ist eine ziemlich perfide Masche, um Arbeitslosigkeit zu verschleiern. Denn hier kann das Jobcenter wirklich schlechte Stellenangebote, die niemand, der halbwegs qualifiziert ist oder der kein Interesse an diesen Bereichen hat, die kann man Arbeitslosen einfach vorlegen, die lehnen sie ab und dann sind sie plötzlich nicht mehr arbeitslos. Also rein statistisch nicht mehr arbeitslos. Real hat sich an ihrer Situation ja nichts geändert. Diese Arbeitslosenzahl ist also von vorne bis hinten schön gerechnet. Die stille Reserve wurde im Jahr 2021 auf 830.000 Menschen geschätzt. Also wir haben dann nicht mehr 2,6 Millionen, sondern über 3,4 Millionen Arbeitslose, wenn die noch dazu zählen würde. Zu der stillen Reserve gehört, wer Arbeit sucht, aber aktuell nicht direkt zur Verfügung steht. Also wer beispielsweise krankgeschrieben ist, der gilt dann auch als arbeitslos. Wer Arbeit sucht, aber die Formalia der Bundesagentur für Arbeit nicht erfüllt. Also wer beispielsweise ein Stellenangebot ablehnt, der zählt zur stillen Reserve. Also wenn man diese Leute dazu zählt, dann hat man plötzlich 830.000 Arbeitslose mehr. Dann, und das ist im Rahmen des Themas, nämlich des Arbeitskräfte- und Fachkräftemangels, ziemlich wichtig, gibt es in Deutschland noch 2,08 Millionen Menschen, jedenfalls das ist die Zahl aus dem Jahr 2019, die zwar gerne mehr arbeiten wollten, die aber nicht mehr arbeiten dürfen, also die in Teilzeit sind und gerne mehr arbeiten wollten. Wir haben ja also eine Großzahl an Menschen, die mehr Arbeit machen würde, die dies aber nicht kann, weil es eben einen Mangel an Arbeitsstellen gibt, zumindest einen Mangel an Vollzeitarbeitsstellen. Aber wie viele offene Stellen gibt es? Also wie groß ist denn dieser Arbeitskräftemangel, von dem überall gesprochen wird, beziehungsweise existiert er überhaupt? Nun, die offizielle Zahl der Bundesagentur für Arbeit im Juli 2023 an offenen Stellen lag bei 770.000. Da kann man jetzt sagen, na gut, es wird doch überall von Fachkräftemangel gesprochen. Woher kommt das denn jetzt? Es herrscht ja angeblich ein Mangel an Arbeitskräften. Nun, es gibt tatsächlich eine Umfrage der IAB, also des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, die zu einer Zahl kommt, die um rund 1 Million offene Stellen höher ist. Da werden Betriebe einfach gefragt, suchen Sie derzeit Arbeitskräfte? Und da wird natürlich jeder Betrieb sagen, natürlich, also Arbeitskräfte, die zum Mindestlohn arbeiten, die ich auf Abruf anstellen und entlassen kann, natürlich suche ich die. Also hier sa sagen natürlich alle Betriebe, die irgendwie Stellen zu besetzen haben, egal wie schlecht die Bedingungen sind, egal ob sie damit real wirklich Arbeitskräfte anstellen würden, die sagen dann, ja, natürlich suche ich Arbeitskräfte. Also das ist, ja, diese IAB-Umfrage vermittelt ein sehr unrealistisches Bild. Und es gibt dort auf Arbeitnehmerseite auch kein Äquivalent. Also es gibt keine Umfrage, wo man alle Arbeiter einfach mal fragt, ja, sucht ihr derzeit einen Job? Da würden auch riesige Zahlen, die um Millionen höher sind als die offizielle Arbeitslosigkeit rauskommen.
Aber so eine Umfrage stellt natürlich niemand, weil das kompletter Schwachsinn wäre. In einer Marktwirtschaft, da müssen Angebot und Nachfrage irgendwie zueinander kommen. Und wenn die Betriebe einfach so sagen, ja, ich suche Arbeitskräfte, aber ich bin nicht bereit, so halbwegs akzeptable Stellen zu schaffen und ich bin nicht mal bereit, die bei der Bundesagentur für Arbeit zu melden, ja, dann ist es klar, dass diese Zahl etwas zu hoch angesetzt wird. Also, ja, wie hoch ist diese Zahl der IAB? 1,74 Millionen Stellen. Also selbst diese so hoch es geht angesetzte Zahl durch diese repräsentative Umfrage, selbst die ist immer noch wesentlich niedriger als die Zahl der offiziellen Arbeitslosen, die auch schön gerechnet wird. Also das ist ziemlich interessant. Also selbst wenn man die höchst angesetzte Zahl in offenen Stellen und die niedrigst angesetzte Zahl in Arbeitslosen miteinander vergleicht, selbst dann ergibt sich in Deutschland kein Arbeitskräftemangel. Naja, aber Jan, es gibt doch in unserem System eine Institution, die erzeugt absichtlich Arbeitslosigkeit. Das heißt, wir haben immer eine gewisse Arbeitslosigkeit. Wer ist das eigentlich? Ja, genau. Und dafür müssen wir über die EZB sprechen, über die Geldpolitik sprechen. Und damit können wir auch so einige Aussagen von unserem Finanzminister anzweifeln. Ja, wenn der über die Arbeitslosigkeit spricht, dann sagt er, ja, es gibt ja offene Stellen, es ist ja alles gar kein Problem. Die Welt ist ja wunderbar, also sollen die sich einfach mal bewerben und alles ist gut. Jetzt haben wir gerade schon gehört, ja, so ganz logisch ist das nicht, diese Milchmädchenrechnung. Es gibt gar nicht genügend offene Stellen für die Arbeitslosen. Und es gibt eine Institution, namentlich EZB, die sogar versucht, eine gewisse Arbeitslosigkeit zu erzeugen. Ist vielleicht erstmal ein bisschen kontraintuitiv. Ja, das ist doch Ressourcenverschwendung. Leute, die arbeiten wollen, aber keine Arbeit finden, das ist doch Ressourcenverschwendung. Warum strebt eine Zentralbank denn offensichtlich die Verschwendung von Humankapital, von Ressourcen an? Da geht es um die Inflationsbekämpfung, das sogenannte Nairu-Modell. Dort werden zwei Arbeitslosenquoten verglichen. Einmal die tatsächliche, die, wie wir gerade schon gelernt haben, auf sehr mittelmäßige Art und Weise errechnet wird. Und dann eine Arbeitslosenquote, die die Zentralbank raten muss, genannt natürliche Arbeitslosenquote. Und die Zentralbank strebt immer an, dass die tatsächliche Arbeitslosenquote ja maximal knapp, ja, also genau auf dem Niveau der natürlichen liegt oder halt darüber. Das heißt, die tatsächliche Arbeitslosenquote soll immer über der natürlichen Arbeitslosenquote maximal auf dem gleichen Niveau liegen, damit die Wirtschaft nicht überhitzt, damit der Arbeitsmarkt nicht überhitzt, weil sonst so die Annahme, wenn die tatsächliche Arbeitslosenquote darunter rutscht, dann kommt Hitze in den Arbeitsmarkt, die Löhne ziehen an und dann erleben wir Inflationsdruck, dann beschleunigt sich die Inflation. Das heißt, wir haben tatsächlich eine Institution, die dafür sorgt, dass es immer eine gewisse Arbeitslosenquote gibt. Und wenn sie irgendwie merken sollte, dass gerade die tatsächliche Arbeitslosenquote unter ihrer geratenen natürlichen Arbeitslosenquote liegt, dann wird sie die Zinsen anheben, um also mehr Arbeitslosigkeit zu erzeugen, um die Wirtschaft abzuwürgen und dadurch mehr Arbeitslosigkeit zu erzeugen. Dann vielleicht ein zweites sehr wichtiges Thema, der Strukturwandel, den unsere Wirtschaft aktuell erlebt. Dann müssen wir noch gleich ein bisschen über die Präzision reden. Wie aussagekräftig ist das eigentlich? Nämlich, wir erkennen eigentlich global überall in den entwickelten Volkswirtschaften einen Übergang von der Industriewirtschaft zur Dienstleistungsökonomie. Bedeutet, weil die Produktivitätsfortschritte im Industriesektor viel größer sind als im Dienstleistungssektor, verschiebt sich einfach die relative Beschäftigung zum Dienstleistungssektor. Generell wird der Dienstleistungssektor immer größer im Vergleich zum Industriesektor. Warum soll man das trotzdem ein bisschen mit Vorsicht genießen? Viele Dienstleistungen sind natürlich auch für den Industriesektor und deswegen sind die Zahlen da schon mal so ein bisschen irreführend. Aber das verrät uns eigentlich etwas über die Sorgen, die wir zumindest in einigen Berufen haben, beispielsweise in den Pflegeberufen wird immer mehr alte Leute geben. Potenziell sollte man eigentlich vermuten, dass es immer genügend Menschen gibt in den Pflegeberufen, auch zukünftig, weil wir diese Verschiebung sehen. Das heißt, eigentlich sollte es immer genügend Leute für die Dienstleistung geben. Und vielleicht kannst du dann jetzt hieran auch anknüpfen.
Insgesamt, wir kommen gleich zum Pflegeberuf, aber insgesamt betrug die Fachkräftelücke laut Institut der deutschen Wirtschaft im Jahr 2022 630.000 Menschen. Doch laut diesem Institut könnte man diese Lücke nicht so einfach schließen, trotz der hohen Zahl an Arbeitslosen, da Lohnerhöhungen nicht sofort wirken würden, da eben die Rigidität dort zu hoch sei. Also man könne die Leute gar nicht schnell genug ausbilden. Es würde, also sprich, Arbeitsbedingungen verbessern, Löhne erhöhen, das wirkt nicht schnell genug, um diesen Fachkräftemangel zu lindern. Nun gibt es allerdings eine interessante Umfrage aus dem Pflegesektor, beziehungsweise eine Studie der Arbeitnehmerkammer Bremen. Dort sagten 88% ehemaliger Pflegekräfte, also von fertig ausgebildeten Pflegekräften, dass die Rückkehr in den Pflegeberuf für sie eine Option darstelle. Und 70% aller Teilzeitpflegekräfte sagten, dass mehr Arbeitszeit für sie eine Option sei. Also wir haben hier wirklich hohe Zahlen an Pflegekräften, zumindest hohe Anteile, die mehr arbeiten wollten, beziehungsweise überhaupt wieder in den Beruf einsteigen würden und die sofort zur Verfügung stünden. Zumindest wenn die Arbeitsbedingungen gut genug wären und wenn der Lohn hoch genug wäre. Das entspricht 300.000 bis 600.000 Vollzeitäquivalenten. Also um diese Zahl mal einzuordnen, in den nächsten 10 Jahren sollen rund 500.000 Pflegekräfte in Rente gehen. Das heißt, wenn wir davon den Großteil überzeugen könnten, das, was Sie hier als Option genannt haben, das wirklich wahrzunehmen, dann würden wir diese Lücke alleine dadurch schon füllen. Und es kommen ja noch zusätzlich die Pflegekräfte, die neu ausgebildet werden, nochmal dazu. Und hier gäbe es eine Möglichkeit, wie der Staat ganz direkt, ohne Tarifvertrag, ohne den auszuhandeln, ist kompliziert, den für allgemeinverbindlich zu erklären, ist in der Pflege besonders kompliziert, vor allem, wenn man da die Kirchen auch noch als Arbeitgeber hat. Hier gäbe es eine Möglichkeit, wie der Staat ganz direkt die Löhne erhöhen könnte und so sofort mehr Menschen wieder in den Pflegeberuf holen könnte. Der Pflegemindestlohn für eine Pflegefachkraft liegt bei 17,65 €. Den könnte man einfach erhöhen. Wie hoch, das weiß ich natürlich nicht, das muss man dann abtasten. Man könnte ihn erstmal auf 20 € erhöhen, wenn die Zahl an Pflegekräften dann nicht deutlich zunimmt, dann auf 25, dann auf 30. In Mangelberufen müssen die Löhne nämlich langfristig einfach steigen. Wenn in einer Marktwirtschaft ein Gut knapp ist, dann muss dafür der Preis steigen. Das heißt, wenn es in bestimmten Bereichen tatsächlich einen Fachkräftemangel gibt, das will ich ja hier nicht ausschließen, dann müssen dort die Löhne steigen. Dann müssen Menschen von anderen Berufszweigen in diese Berufszweige geholt werden. Aber insgesamt, und das kann man glaube ich sagen, insgesamt gibt es keinen Arbeitskräftemangel. Und einen Fachkräftemangel, also einen Mangel an Arbeitskräften, die eine fertig abgeschlossene Berufsausbildung bzw. ein fertig abgeschlossenes Studium haben, den gibt es insgesamt auch nicht. Also den könnte man auch ganz leicht beheben, indem man Arbeitslose, die keine abgeschlossene Berufsausbildung haben, erstmal ausbildet. Also dafür muss man die Ausbildungsbedingungen so attraktiv schaffen, dass viele Arbeitslose erstmal eine Ausbildung aufnehmen. Aber dafür müsste man politisch sorgen. Da hilft es nichts, auf die Arbeitslosen sch zu schimpfen. Und da hilft es auch nichts, ratlos an der Seite zu stehen und nach Einwanderung zu schreien oder so, sondern da muss man wirklich die Arbeitsbedingungen verbessern, da muss man die Ausbildungsbedingungen verbessern und vor allem die Löhne in tatsächlichen Mangelberufen erhöhen. Und ich glaube, hier kann ich sehr gut anknüpfen, weil wir müssen mal darüber sprechen. Das ist jetzt erstmal die neoklassische Behauptung. Die Leute werden ja immer danach bezahlt, wie hoch ihr Nutzen ist. Ja, wie hoch ihr Nutzen ist. Und jetzt kann man sich ja schon denken, diese Pflegeberufe, die sind enorm wichtig für die gesellschaftliche Wohlfahrt. Die brauchen wir natürlich, wenn wir uns die Arbeit, wenn wir uns die Pyramide der Altersstruktur anschauen, sehen wir, okay, ja, die werden sehr, sehr wichtig werden, auch in Zukunft, wenn es mehr alte Menschen gibt, also ein enorm wichtiger Beruf. Und dann soll diese Bezahlung so schlecht sein, also vielleicht hat die Neoklassik da ja irgendwie überhaupt gar nicht recht. Und dazu können wir uns mal sehr schön anschauen, wo es genau in die falsche Richtung gelaufen ist, also genau in die entgegenteilige Richtung. Also die Pflegekräfte werden zu schlecht bezahlt, aber es gibt auch eine Branche, da werden die Leute alle überbezahlt mit wahnsinnig viel Geld, und das ist die Finanzbranche. Deswegen spricht man ja auch von der Finanzialisierung der Wirtschaft. Die hat sicherlich in den USA begonnen. Deswegen schauen wir uns auch mal da die Zahlen an. Also 1942 machten von allen Gewinnen in den USA die Gewinne der Banken ungefähr 5% aus. Ja, klar, die Banken haben einen gesellschaftlichen Nutzen. Sie geben realwirtschaftliche Kredite und ermöglichen damit natürlich Investitionen. Kurz vor der Weltfinanzkrise machten die Gewinne der Banken von allen Gewinnen in den USA
35% aus. Ja? Also ist irgendwie die volkswirtschaftliche Rendite in dieser Zeit von den Banken so viel größer geworden, haben die Banken plötzlich einen so viel größeren Nutzen für unsere Gesellschaft, so viel Wohlfahrtsgewinne. Nee, das ist natürlich Quatsch. Banken erzielten ihre Gewinne, ihre Mehrgewinne schon seit Jahrzehnten über das Ausbeuten, unter anderem. Wenn wir uns die Kreditvergabepraxis kurz vor der Weltfinanzkrise anschauen, nur ein paar Randinformationen dazu, dann haben sie unter anderem sogenannte Ninja-Kredite vergeben, also Leute ohne Einkommen und ohne Arbeit, die haben Kredite bekommen, teilweise Kredite mit negativer Tilgung. Das waren verrückte Kreditvergabepraktiken, die dann ja auch zur Weltfinanzkrise führte, die dann ja extrem negative Externalitäten auf die gesamte Wirtschaft hatte. Die Arbeitslosigkeit ist gestiegen. Und ihr kennt ja also, dass nicht immer die Löhne zum gesellschaftlichen Nutzen passen. Und deswegen müssen wir als Staat also tatsächlich dafür sorgen, dass in Berufen, wo Knappheit herrscht und die wichtig sind, wir also eine Lohnpolitik betreiben, dass die Leute da besser bezahlt werden und gleichzeitig natürlich beispielsweise etwas gegen die zunehmende Finanzialisierung der Wirtschaft tun, wo natürlich viele gut ausgebildete Leute auch einfach abgezogen werden. Weil, wie gesagt, 1942, das mit der realwirtschaftlichen Kreditvergabe hat ja da schon gut funktioniert. Jetzt haben wir einen riesigen Finanzsektor geschaffen. So groß muss der gar nicht sein. Da werden viele gut ausgebildete Leute abgezogen und dagegen müssen wir sicherlich auch was machen. Ja, da sprichst du einen wichtigen Punkt an. Vor allem gab es ja mal eine Zeit, wo wir gesamtwirtschaftlich Vollbeschäftigung hatten, also wo es tatsächlich nicht nur einen Fachkräftemangel, sondern einen allgemeinen Arbeitskräftemangel hatten. In Deutschland gab es Anfang der 70er Jahre rund 10-mal so viele offene Stellen wie Arbeitslose. Es gab 1 Million offene Stellen und rund 100.000 offizielle Arbeitslose. Und das ist auch ein Grund, warum wir diese Zahlen, ich habe ja vorhin erklärt, warum man die eigentlich nicht gebrauchen kann, aber warum wir diese Zahlen trotzdem weiter verwenden sollten, weil wir hier so eine lange Zeitreihe haben und hier so gut schauen können, wie es früher war und wie es heute ist. Und früher, als wir tatsächlich einen Arbeitskräftemangel hatten, da gab es 10-mal so viele offene Stellen wie Arbeitslose. Heute gibt es 3-mal so viele offiziell gemeldete Arbeitslose wie offiziell gemeldete offene Stellen. Das heißt, wir sind weit, weit von einer Vollbeschäftigungssituation wie Anfang der 70er Jahre entfernt. Wenn ein Staat also wirklich wirksam was gegen Arbeitslosigkeit tun wollte, dann müsste er das eigentlich sofort machen. Wir haben keinen Arbeitskräftemangel, wir haben einen Mangel an Arbeit. Unsere Wirtschaft läuft nicht auf Volllast, es gibt keine Vollbeschäftigung. Und dieser aufgeblähte Finanzsektor und andere Ineffizienzen, die es geben mag, und sicher auch, dass die Löhne in einigen Bereichen nicht steigen, können dazu führen, dass es in einzelnen Bereichen einen Fachkräftemangel gibt. Aber das sind einzelne Bereiche. In der Gesamtwirtschaft haben wir keinen Fachkräftemangel. Wir haben erst recht keinen Arbeitskräftemangel. Und die Politik sollte ja endlich dieses alte wirtschaftspolitische Ziel, was ja auch eigentlich immer ein Ziel war, nämlich Vollbeschäftigung, endlich wieder anstreben. Und wenn es dann in irgendwelchen Bereichen tatsächlich zu einem Mangel an Fachkräften kommen kann, dann können wir darüber immer noch reden. Aber es sollte erst einmal das Ziel sein, für Vollbeschäftigung zu sorgen. Ja, vielleicht abschließend von mir noch was dazu. Also das ist ganz klar Verantwortung der Regierung. Das sehe ich auch so. Und wenn wir jetzt aber noch mal kurz den Schlenker zur Geldpolitik machen und da einfach mal verfolgen, wie das so im letzten Jahrzehnt der amerikanischen Zentralbank erging. Die amerikanische Zentralbank hat zigmal behauptet, dass jetzt doch die tatsächliche Arbeitslosenquote unter der natürlichen liegt, dass also Inflationsdruck entsteht. Und dann kam es aber nie dazu. Die lagen jedes Mal falsch. Und dann wurde irgendwann Ben Bernanke mal im Interview gefragt, ja, haben Sie diese natürliche Arbeitslose, haben Sie die denn jedes Mal falsch eingeschätzt? Da sagt er, ja. Was soll er auch sagen? Sie lagen jedes Mal falsch. Also bedeutet, wir sollten dieses Konzept einfach mal verwerfen und darauf abziehen, wirklich einfach mal Vollbeschäftigung zu erzielen, weil dieses Rumgerate, wie gesagt, im letzten Jahrzehnt hat es nicht ein einziges Mal funktioniert. Ja, also die Nairo ist nicht nur Quatsch, sie widerspricht auch dem Ziel der Vollbeschäftigung. Und damit verabschieden wir uns und sehen uns nächste Woche wieder. Ciao.